Genesis, Mustang oder Tesla? Dieser Frage gehen wir heute gemeinsam auf den Grund. Und das nicht nur auf der Straße, nein, auch hier auf der Teststrecke. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zu einem erweiterten Vergleich, denn diese drei Fahrzeuge waren bereits Bestandteil in dem großen E-SUV-Vergleichsvideo, was es hier zuletzt auf dem Kanal gab. Wenn ihr das verpasst habt, dann schaut mal da oben vorbei. Da haben wir die drei und außerdem auch noch den Audi Q4 e-tron und den Nissan Ariya miteinander verglichen. Da ging es um Themen wie Platz und Preis. Und heute dachte ich mir, hey, wir nehmen einfach mal diese drei Fahrzeuge, die sehr, sehr ähnlich sind, mit hierher auf den ADAC Fahrsicherheitszentrumsplatz in Augsburg und schicken die mal gegeneinander ins Drag Race. Was eher untypisch ist hier auf dem Kanal, aber ich dachte mir, wir probieren einfach mal was, denn zum einen mache ich mittlerweile YouTube Vollzeit und habe dementsprechend Zeit und Lust, solche Projekte hier auch mal anzugehen. Und zum anderen gibt es ja immer viele schöne Werte, die die Hersteller einem da so um die Ohren werfen. Aber wie stimmt das eigentlich? Beziehungsweise wie sportlich sind die Fahrzeuge dann tatsächlich? Und das gucken wir uns heute im Detail an. Dabei schauen wir uns aber zunächst einmal die technischen Daten an und beginnen mit dem GV60. Dieser startet bei 84.000 Euro, kommt dabei mit 490 PS, 4,0 Sekunden von 0 auf 100 und 700 Newtonmeter. Die WLTP-Reichweite ist mit 470 Kilometern angegeben und Vmax sind 260 bei 2,14 Tonnen. Der Mustang startet bei 87.400 Euro mit 487 PS, 3,8 Sekunden von 0 auf 100, sagenhaften 860 Newtonmeter Drehmoment, 490 Kilometer WLTP-Reichweite, einem Vmax von 200 km/h und 2348 Kilogramm. Der Tesla ist dabei der günstigste im Bunde mit zuletzt gesenkten 61.000 Euro und 534 PS. Damit schafft er die 0 auf 100 in 3,7 Sekunden dank 660 Newtonmetern. Die WLTP-Reichweite ist die höchste mit 514 km/h, Vmax sind 250 und er ist der leichteste mit 2,07 Tonnen. Wenn ihr leicht und einfach eines der hier gezeigten Fahrzeuge selbst fahren wollt, dann schaut gerne mal unterhalb des Videos bei InstaDrive vorbei, meinem Abo-Anbieter der Wahl, und da bekommt ihr 5000 Kilometer auf eure Gesamtlaufleistung nochmal on top, also das lohnt sich wirklich, da habt ihr alle Kosten in einem, seien es die Wartungsverschleiß, Reifen oder entsprechend auch Versicherungskosten. Unterhalb des Videos könnt ihr das mal ausprobieren. Nachdem ihr jetzt die technischen Daten zu den Fahrzeugen kennt, würde ich sagen, schicken wir sie mal gegeneinander ins Rennen. Dazu haben wir hier hinter uns eine Piste, wo zwei Fahrzeuge gegeneinander antreten können, um zu sehen, welches tatsächlich schneller ist. Dann gehen wir mit allen Fahrzeugen auf die Autobahn, denn hier geht es um das Thema Performance. Das heißt, wir wollen natürlich auch herausfinden, wie schnell die Fahrzeuge fahren können, wie gut sie auf der Straße liegen. All das klären wir nach diesem Drag Race. Und ganz zum Schluss, dann checken wir auch noch die Werte, denn wir haben ein Gerät, um herauszufinden, wie die tatsächlichen 0 auf 100 Zeiten der Fahrzeuge sind, und das wollt ihr natürlich wissen. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir an mit den Drag Races und dabei beginnen zunächst einmal der Genesis gegen den Mustang. Blickt man auf das Datenblatt, sollte dieses Rennen ziemlich eindeutig ausgehen. 2,1 Tonnen und 4,0 Sekunden von 0 auf 100 versus 2,3 Tonnen, aber sagenumwobenen 3,8 Sekunden von 0 auf 100 sollte ziemlich eindeutig ausgehen. Schaut man dann aber den beiden Fahrzeugen zu, wie sie sich auf der Piste schlagen, dann schaut man nicht schlecht. Denn in der direkten Gegenüberstellung sieht man zunächst einmal, dass die Fahrzeuge ziemlich gleich auf sind, und das hatte mich echt beeindruckt, gerade wenn man im Fahrzeug sitzt und dann neben sich schaut, wie das andere Fahrzeug entsprechend agiert. Wir haben euch hier einmal eine Ziellinie virtuell eingeblendet, und da das nicht so ganz gut ersichtlich ist trotz Zeitlupe, haben wir das Bild noch einmal etwas gedreht und werden diese Ansicht auch bei den anderen wiederholen. Und hier sieht man, dass der Genesis etwas eher im Ziel war, und das kann man dann gut beobachten. Denn der kommt nicht nur besser von der Stelle ohne durchdrehenden Reifen, wie es beim Mustang der Fall war, nein, er ist auch gleich auf und zieht gerade am Ende dann noch einmal kurz weg, sodass er oben raus schneller ist als der Mustang, und das kann man auch beobachten, wenn man sich die Tachometer im Detail gegenüberstellt, und somit konnte der Genesis den Mustang schlagen. Weiter ging es dann also mit dem Mustang und dem Tesla Model Y. Hier stehen 3,3 gegen 3,0
2,7 Sekunden von 0 auf 100 und das sollte ja eigentlich das engste Rennen hier werden. Wenn man dann aber im Hinterkopf hat, dass der Mustang ja gerade gegen den Genesis verloren hatte, dann ist das Ganze noch spannender und in der Top-Ansicht sieht man, wie weit der Abstand tatsächlich vom Tesla Model Y Performance an der Stelle ist. Gefühlt liegen nämlich an dieser Stelle über eine Fahrzeuglänge zwischen den beiden Fahrzeugen und auch in der Slow-Mo sieht man, dass sich der Schatten des Tesla deutlich vor dem Mustang bewegt. Wenn wir dann die Kameraansicht wieder wechseln und das Ganze im Detail sehen, dann ist es noch einmal eindeutiger erkennbar, wie viel weiter von der Tesla gegenüber dem Mustang ist. Und in der Innenraumperspektive des Mustang ist auch schön zu erkennen, wie der Tesla dauerhaft wegzieht und dann kaum noch erreichbar für den Mustang scheint. Und wenn wir die beiden Tachometer wieder gegenüberstellen, dann erkennt man auch hier, dass der Tesla deutlich schneller beschleunigt und der Mustang vor allem zu Beginn Probleme mit der Traktion hat. Jetzt hieß es aber Genesis gegen Tesla und somit 4,0 gegen 3,7 Sekunden eigentlich ziemlich unfair. Wenn man auf die Daten schaut, im Test war es dann aber relativ vergleichbar. Der Tesla hatte zwar einen besseren Start und kam auch deutlich besser weg, der Genesis konnte aber gut mithalten und nur durch das Einblenden der Ziellinie konnte man dann wirklich sehen, wie viel weiter von der Tesla war. Mit einer leichten Zeitlupe und gleich wieder der gedrehten Kameraperspektive ist gut zu erkennen, dass auch hier der Tesla wieder deutlich über eine Fahrzeuglänge vor dem Genesis liegt und somit auch dieses Drag Race für sich entscheiden konnte. Wenn man den Start betrachtet, dann sieht man, wie sich der Tesla neigt, um entsprechend wegziehen zu können und auch die Geschwindigkeit hier an der höchsten Stelle und die Kameraperspektive im Genesis zeigen deutlich, wie weit von der Tesla lag und wenn wir das hier noch einmal gegenüberstellen, dann sieht man einfach, was für eine Leistung im Tesla anliegt. Nach den Drag Races ging es jetzt aber auf die Autobahn, um herauszufinden, wie sich die Fahrzeuge dann im Alltag tatsächlich schlagen. Wir starten dabei mit dem Mustang Mach-E auf der Autobahn und da liegt der wie ein Brett da. Das ist natürlich dank des variablen Fahrwerks. Der hat hier einen Magnet Drive drin. Das bedeutet, ihr könnt zwischen einer komfortableren Stellung und einer härteren Stellung auswählen und so lässt sich dann hier sehr, sehr gut über die Autobahn schießen. Das Ganze aber nur limitiert, denn leider kann der Mustang nicht dauerhaft seine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h halten. Nach relativ kurzer Zeit, teilweise nach wenigen Kilometern, bekommt man da das Feedback, die Höchstgeschwindigkeit ist aktuell gedrosselt und dann kann man mit dem Fahrzeug nur noch 185 bis 190 fahren. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Klar, da werden die Parameter des Fahrzeuges ausgewertet, da wird geschaut, kann das Fahrzeug oder kann die Batterie gerade so viel Energie abgeben, was machen die Motoren, aber da denke ich mir, wenn man den Mustang Mach-E GT hinstellt und vielleicht auch herkömmliche Mustang-Fahrer überzeugen will, auf den hier umzusteigen, dann muss der auch über längere Strecken die Leistung abrufen können und dann kann der nicht einfach dann anzeigen, hey, nee, will gerade nicht mehr, geht nicht mehr, sorry. Das finde ich dann einfach schwierig und da wäre es schon schön, einfach entsprechend das Ganze dauerhaft nutzen zu können. Nichtsdestotrotz macht er auf der Autobahn, wie gerade schon angesprochen, richtig viel Laune. 200 km/h ist die offizielle Höchstgeschwindigkeit, die man auch einfach erreicht, auch wenn er so ab 150, 60 nach oben raus nicht mehr allzu sehr beschleunigt. Das merkt man dann einfach, dass ihm da ein Stück weit ja die Leistung nach oben raus fehlt. Aber man kann hier sehr, sehr entspannt reißen. Es gibt alle möglichen Assistenzsysteme. Diese gehen sogar bis zur Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, ich kann hier bei 190 km/h den adaptiven Tempomat mit aktiver Spurhaltung aktivieren und werde dann hier einmal über die Autobahn gezogen. Das ist alles ganz nett und es funktioniert auch wirklich zuverlässig und gut. Die Spurführung ist nicht immer perfekt, aber das möchte ich an der Stelle jetzt einfach mal ausklammern. Ich mag es, dass man das Ganze hier sehr einfach einstellen kann über die Tasten am Lenkrad. Da gibt es dann zwei verschiedene Modi, die kann man dann an dem großen Display auswählen und ihr habt ja optional auch noch die drei Fahrmodes, zum einen zahm, aktiv und temperamentvoll. Und jeder Fahrmod hat auch noch sein eigenes Fahrgeräusch und das zeige ich euch mal kurz. Und da bin ich ganz ehrlich, das brauche ich nicht, denn ich will nicht hier, wenn ich mehrere hundert Kilometer fahre, die ganze Zeit so eine Art elektrischen V8 haben, der es überhaupt nicht ist und der auch nicht ansatzweise da rankommt. Das klingt einfach viel zu technisch. Ich schalte den immer aus und genieße dann einfach die Ruhe. Ruhe kann man da so ein Stück weit in Klammern sehen, denn
der gibt schon sehr viel Geräusche nach innen ab. Also die Frontscheibe steht ja ein Stückchen steiler, als es bei manchen anderen Fahrzeugen der Fall ist. Und dementsprechend kommt hier schon sehr viel nach innen. Und auch an den A-Säulen, da merkt man stark den Wind. Aber das Fahrwerk verzeiht es einem wieder. Und auch die Sitze sind echt angenehm. Trotz der schalen Sitze kann man so sehr, sehr lang auf der Autobahn mit dem Fahrzeug hier unterwegs sein. Ein ganzes Stück weniger sportlich von dem Sitz her, aber das ist ja auch nicht der Kernaspekt vom Fahrzeug, ist es dann hier im Model Y Performance. Und während ich jetzt hier gerade schon auf über 200 km/h hochbeschleunigen konnte, merkt man, dass das Fahrzeug auch nach oben hinaus sehr, sehr viel Leistung abgibt. Das ist deutlich mehr, als es beispielsweise der Ford Mustang kann. Wir kommen gleich noch zum Genesis und da erzähle ich euch ein bisschen, was ich davon halte. Wir müssen ein bisschen hierauf achten, denn hier sieht man entsprechend die mögliche Leistungsabgabe des Fahrzeuges. Und wenn ich jetzt hier einmal drauf trete, eine lange freie Strecke, wo man schön durchtreten kann, dann könnten wir diese 250 km/h Höchstgeschwindigkeit recht gut erreichen. Und das macht ja auch oben raus weiterhin sehr, sehr vernünftig. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass man jetzt, wenn man hier stärker bremsen muss, das zwar beim ersten Mal geht, beim zweiten und dritten Mal schon aber ein bisschen schwieriger wird und man dann einfach nicht mehr so viel Vertrauen in die Bremse hat, wenn die anfängt zu ruckeln und dann einfach lauter wird. Und ich kenne den ein oder anderen YouTuber da draußen, die schon andere Bremsen eben deswegen in Tesla-Modellen, vorrangig im Tesla Model 3, verbaut haben. Aber das hat natürlich einen Grund und das ist nicht nur, weil man dann entsprechend hier weiß, dass die Bremsen nicht ganz so gut dimensioniert sind, sondern das ist auch einfach dieses eigene Sicherheitsgefühl, was man ja möchte, wenn man im Auto unterwegs ist. Aber ihr seht schon hier 209, 210 km/h, man fährt entspannt dahin und auch das Fahrwerk ist einfach in Performance halt ein Stückchen satter und vor allem sportlicher ausgelegt, als es noch in den normalen Model Y der Fall ist. Mir persönlich gefällt diese Auslegung. Ich weiß aber, dass es vielen zu hart ist. Ich bin viel auf der Autobahn unterwegs und mag es dementsprechend, wenn man da einfach lange Strecken sportlich fahren kann, ohne auf so einer Sänfte zu sein. Ihr seht jetzt hier einmal durchbeschleunigen. Da geht schon wirklich sehr, sehr viel. Und das ist echt so ein Stück weit die Kunst von dem Fahrzeug hier. Denn obwohl das Fahrzeug gerade ab 100 km/h aufwärts gar nicht so viel schneller ist als das normale Model Y, merkt man hier schon zum einen, dass man natürlich mit 250 km/h eine deutlich höhere Geschwindigkeit hat, die man maximal erreichen kann. Zum anderen fühlt es sich aber auch an, als wäre der Akku mehr darauf ausgelegt, denn ich kann öfter diese Kraft entsprechend abrufen. Und das, obwohl ich dann manchmal Rekuperationsvorgänge habe von hohen Geschwindigkeiten, Bremsvorgänge und immer wieder die Leistung abrufe. Das macht das Fahrzeug hier wirklich sehr zuverlässig und über eine lange Zeit. Wir waren mit dem Model Y Performance, einfach weil es ja mein Auto ist, schon viele Langstrecken unterwegs und man kann, wenn man sehr schnell fahren möchte, das auch über weite Strecken machen. Und das ist für viele ja wirklich ein Vorteil, denn wenn ich ein schnelles Auto fahre, dann will ich das ja auch ausnutzen. Die Energieeffizienz und die Energieverschwendung an der Stelle mal dahingestellt, aber einfach die Möglichkeit zu haben, längere Strecken schnell zu fahren, das ist für viele wichtig und gerade mal eine kurze Strecke in einer kurzen Zeit zurückzulegen, das kann dann schon ein Vorteil sein, gerade gegenüber der Konkurrenz. Vielleicht noch ein, zwei Sachen so zu den Fahrfeatures. Mittlerweile hat man hier drin ja nur noch Kamerasysteme, das heißt, alles, was das Fahrzeug an Assistenzsystemen kann, ist kamerabasiert, bedeutet auch, wenn ich jetzt hier den Autopiloten einschalte, der bis 140 km/h funktioniert, dann macht er das nur kamerabasiert und dann macht er das Ganze auch ganz vernünftig. Man hat den Mindestabstand ein bisschen reglementiert und der hält das Fahrzeug aber nahezu perfekt in der Spur. Mir persönlich gefällt das System von der Auslegung her sehr, sehr gut und es ist mega zuverlässig. Dann nimmt man den kurz raus, tritt durch und dann kommt die Beschleunigung und man kann wirklich gut rausziehen und das macht dem hier echt richtig viel Laune. Am meisten überrascht hat mich auf der Autobahn der Genesis GV60. Nicht nur, weil ich durch die verschiedenen Fahrmodes im Sportmodus ein richtig sattes Gefühl auf der Straße habe. Nein, dank des Boost-Modus, der nahezu immer verfügbar ist für 10 Sekunden, kann ich immer noch mal eine Schippe mehr drauflegen. Und auch ab 200 km/h beschleunigt das Fahrzeug noch spürbar. Und es ist nicht so, dass er oben raus dann extrem an Leistung verliert, sondern dass man immer noch gut voranschiebt. Angegeben ist das Fahrzeug mit 260 km/h. Ich komme jetzt in unserem Test zu 245 maximal fahren, aber das ist auch noch eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit und da fühlt sich das Fahrzeug alles andere als unsicher an und so kann man wirklich sehr, sehr entspannt, solange man da davon sprechen kann,
auf der Autobahn so hohe Geschwindigkeiten fahren. Gleichzeitig kann man sich dabei im Übrigen dann den Hintern und den Rücken massieren lassen, denn das Fahrzeug hat eine Massage, die nicht nur in der Lehne ist, sondern auch in der Sitzfläche, und das ist schon echt angenehm. Da verzeiht man ihm dann auch ein Stück weit dieses Knarzen, was der Sitz gemeinsam mit der Mittelkonsole erzeugt, hier in dieser Aluminium-Optik-Variante oder Aluminium-Version, denn dieses Knarzen ist schon echt hart, und auch die Windgeräusche hier drin sind nicht gerade die geringsten, denn diese Außenspiegel, die ja mit dem Display daherkommen, die haben es schon wirklich in sich und erzeugen gut, ja, Geräusche einfach. Und jetzt hier drauf treten, jetzt zählt mir unten zurück, noch 5 Sekunden, das geht schon wirklich gut voran hier an der Stelle, und da kann man sehr, sehr gut auf der Autobahn unterwegs sein. Und leistungsmäßig oben raus ist der hier gefühlt in dem Trio wirklich mit Abstand der stärkste. Verbrauchswert haben wir jetzt auch hier bei 55 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wahnsinn, auch die anderen beiden schafft man in die Richtung, wenn man sich ganz, ganz viel Mühe gibt und wirklich nur den Autobahnbereich sieht. Aber das, was hier abrufbar ist, ist schon wirklich genial. Und wenn ich jetzt hier gerade auf die 120 bremse, die jetzt hier limitiert sind, da muss man auch noch betonen, Wahnsinn, wie gut die Bremsen dann auch langfristig funktionieren. Denn das haben wir ja oft sonst als Problem, dass die Bremsen nur ein paar Mal gut sind und dann irgendwann so anfangen zu stottern. Das habe ich zum Beispiel beim Tesla Model Y Performance des Öfteren, dass man nach dem dritten starken Bremsen auf der Autobahn, weil doch irgendeiner die eigene Geschwindigkeit nicht richtig einschätzen kann, dann einfach anfangen zu ruckeln. Und das ist kein schönes Gefühl. Das hat man hier wirklich gar nicht. Und das ist natürlich auch eine Sache der Sicherheit, dass man da weiß, wenn man entsprechend mit hohen Geschwindigkeiten natürlich immer vorausschauend unterwegs ist, ist man trotzdem gut vorbereitet, sollte mal was passieren. Auch wenn das hier jetzt nicht der wesentliche Bestandteil ist, so gehört für mich zur Performance dann natürlich auch ein Stück weit die Ladeleistung, denn wir haben gerade auf der Autobahn über die Verbrauchswerte gesprochen, und wieso dann nicht auch über die Ladezeit sprechen? Und da stehe ich schon hier neben dem Sieger, denn der Genesis GV60 ist in unter 18 Minuten von 10% auf 80%. Das ist wirklich beeindruckend mit diesen 800 Volt Bordnetz, die wir da eben haben. Der Tesla braucht knapp eine halbe Stunde und der Mustang steht erst nach 40 Minuten wieder bei eben den 80%, und da wäre der hier quasi schon wieder zweimal geladen. Das bedeutet, selbst wenn ihr schneller fahrt, könnt ihr euch das leisten, denn ihr könnt einen zweiten Ladestopp machen und habt immer noch die gleiche Ladezeit insgesamt. So viel zu den Ladezeiten, und ich würde sagen, jetzt geht's zurück aufs ADAC-Gelände und wir schauen uns mal die tatsächlichen 0 auf 100 Zeiten an. Zurück auf der Teststrecke ging es dann um die 0 auf 100 Werte. Diese galt es zu schlagen, denn wir konnten die Werte ja vorhin nennen, und diese mussten dann von den Fahrzeugen angegriffen werden. Denn wir wollten herausfinden, wie realistisch ist es, diese Werte im Alltag zu erreichen, ohne großen Vorbereitungen, vielleicht etwas warme Reifen, aber hier unter den gegebenen Bedingungen. Wie die Bedingungen im Detail waren, dazu kommen wir später noch einmal. Wir haben den Fahrzeugen allen mehrere Anläufe gegeben und mehrere Messungen vorgenommen, um die Werte anzunehmen. Der Genesis musste seine 4,0 Sekunden schlagen, und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, weil er sich davor in den Drag Races ja ziemlich gut geschlagen hatte. Auf der Uhr standen dann nach kurzer Zeit 4,23 Sekunden, was auch der beste Wert war, und das war schon ein ordentliches Ergebnis, nur 0,23 Sekunden schlechter als die Werksangabe, und das hier vor Ort auf diesem Gelände. Ich war positiv überrascht, und es ging weiter mit dem Ford Mustang Mach-E GT. 3,8 Sekunden gibt Ford hierbei an, und diese wirkten in weiter Ferne, wenn man sich das Ergebnis gegen den Genesis angesehen hatte, und so war es dann auch, denn bei mehreren Testergebnissen konnten wir nicht über 5,22 Sekunden kommen, und das ist etwas seltsam, denn wir waren ja ziemlich nah am Genesis. Ich denke, dass er besser sein könnte, leider ging teilweise das Messgerät nicht, und so müssen wir euch hier diesen Wert liefern. Ich denke, dass er realistisch irgendwo im Bereich 4,3 bis 4,4 Sekunden einfinden wird. Zeigen können wir das an der Stelle leider aber nicht. Ganz im Gegensatz zum Tesla, denn dessen 3,7 Sekunden galt es auch für ihn zu schlagen, und in verschiedenen Anläufen haben wir uns da tatsächlich langsam rantasten können. Der erste Versuch war schon nicht schlecht, denn hierbei standen nach kurzer Zeit exakt 4,0 Sekunden auf der Uhr, was schon ein gutes Ergebnis war. Über die Zeit lief es dann aber sogar besser, denn im nächsten Anlauf waren es 3,97 Sekunden und während eines anderen Drag Races waren wir dann bei sagenhaften 3,95 Sekunden.
Sekunden. In Summe bedeutet das aber, dass er 0,25 Sekunden schlechter war als die Werksangabe, der Genesis nur 0,23 Sekunden und der Mustang hing deutlich hinterher. Wichtig zu erwähnen ist an der Stelle natürlich noch, dass die Fahrzeuge alle auf Winter- bzw. Allwetterreifen sind. Der Genesis hat dabei Pilot Alpine von Michelin drauf. Der Mustang Mach EGT kommt mit Pirelli P-Zero Winter. Und ich fahre auf meinem Tesla Model Y ja Ganzjahresreifen, weil ich die TNA-Felgen so cool finde. Und das sind welche von Goodyear. Dementsprechend haben wir drei verschiedene Reifenprofile und die haben natürlich ihren Einfluss darauf. Spannend wäre, ob die Fahrzeuge im Sommer die Werte hinbekommen. Denn so hier war das ja dann doch überall mit ein bisschen Aufschlag nötig. Wo man die Reifen dann am meisten merkt, ist beim Thema Bremsen. Denn wir konnten es uns natürlich nicht nehmen lassen, die Fahrzeuge nicht nur zu beschleunigen, sondern auch zu entschleunigen und somit von 100 km/h auf 0 zu bremsen. Alle drei Fahrzeuge sind dabei mit einem ähnlichen Bremsweg von um die 35 Metern angegeben. Der Genesis mit 34,2 der kürzeste. Wenn man sie dann hier im direkten Vergleich sieht, dann merkt man, dass der Tesla mit seinen Ganzjahresreifen den besten Bremsweg hat. Die beiden Winterreifen miteinander verglichen, zeigen dann aber, dass der Genesis doch einen etwas besseren Bremsweg hat. Natürlich, die Bremsen in der Größe und das leichtere Gewicht gegenüber dem Mustang machen hier einen großen Vorteil. Wenn man die Fahrzeuge aber dann direkt gegenüberstellt, dann merkt man schon, was man auf trockener Fläche für einen Vorteil hat, wenn man entsprechend nicht mit Winterreifen fährt, sondern eben mit Ganzjahresreifen. Was es auf Schnee und Eis dann für einen Unterschied machen würde, können wir jetzt hier an der Stelle natürlich nicht sagen. Da kann ich euch aber auf das Video zum Fahrsicherheitstraining, was wir ja hier auch auf dem Gelände aufgenommen haben, verweisen. Das seht ihr oben in der Ecke und da seht ihr noch einmal mehr zum Thema Fahrsicherheit unter verschiedenen Witterungsbedingungen. Das war ja jetzt also der Vergleich der etwas anderen Art. Vielen Dank zum einen erst einmal an den ADAC Südbayern, dass wir hier auf dem Gelände das Ganze machen konnten und natürlich auch an euch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir haben gemeinsam mit dem ADAC Südbayern ein Training entwickelt, speziell für E-Autos. Wenn ihr also mal hier auf die Fläche wollt, nicht mit so einem Hintergrund, sondern mit dem Hintergrund, euer Fahrgefühl und euer Fahrverhalten zu verbessern und euer Auto besser kennenzulernen, dann schaut mal da oben vorbei, denn da haben wir für euch das Training einmal erklärt und euch auch erklärt, wie es dazu kam. Unterhalb des Videos findet ihr den Link zum Training und ich bin echt beeindruckt von den drei Fahrzeugen. Sie machen alle drei auf ihre Art und Weise Spaß. Ich hoffe, wir konnten euch das in dieser Varianz gut rüberbringen und dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Art von Video haltet. Abonniert den Kanal, wenn ihr das zukünftig nicht verpassen wollt. Ansonsten seht ihr hier oben jetzt das angesprochene Video mit den 5 E-SUVs und hier unten seht ihr, wieso mein Tesla Model Y eigentlich mattweiß ist.